Hallo und guten Tag. Mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinauszuwachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Herzlich willkommen zu Ihrem heutigen Belgian-Impuls. Es soll um das Thema Vorurteile gehen. Was hat es mit Vorurteilen auf sich? Wo kommen sie her? Wie können wir damit umgehen? Mitarbeitende über 60 arbeiten doch nur auf ihren Ruhestand hin. Frauen haben überhaupt kein Interesse an Führung. Und eigentlich können sie das auch gar nicht. Bewerber mit ausländischem Namen können überwiegend kein Deutsch. Unternehmer scheffeln dem Grunde nach nur Geld. Und Lehrer leben doch nur von Ferien zu Ferien. Solche und ähnliche Gedanken sind typische Stereotype oder Vorurteile, denen wir alltäglich unterliegen. Das ist schon schlimm genug. Richtig übel wird es aber, wenn auf Grundlage solcher Vorurteile Entscheidungen getroffen werden, deren Basis jeglicher Wahrheit entbehrt. Wie können wir uns im Tagesgeschäft bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, davor schützen? Vorurteile habe ich nicht. Und das ist schon das erste Vorurteil. Denn machen wir uns bitte bewusst, dass wir evolutionär so programmiert sind, dass wir unglaublich schnell andere Menschen in Schubladen packen. Früher, also sehr viel früher, war das in der Tat überlebenswichtig. Freund, Feind, Gefahr. Das waren die Kriterien, die Entscheidungen, die uns unmittelbar am Leben hielten. Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich heute geändert, die Programmierung aber, die ist geblieben. Und genau daraus leiten sich Vorurteile oder Stereotype ab, die uns helfen, in der immer komplexeren Welt trotzdem zu schnellen Entscheidungen zu kommen. Also grundsätzlich verkehrt sind sie ja erstmal nicht. Normalerweise basiert unser Handeln zu einem großen Teil auf Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Flankierend kommen dann Erzählungen von anderen Menschen hinzu, die wir in unsere Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Und hier liegt schon mal der Hase im Pfeffer. Denn viele Erzählungen, die wir lesen, die wir hören oder die wir heute sehen, sind auch Fake News, also Unwahrheiten. Die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden, ist uns aber inzwischen viel aufwendiger als, naja, dann glaube ich es halt einfach. Und je häufiger wir dann Geschichten hören, desto eher sind wir natürlich auch geneigt, ihnen zu glauben, frei nach dem Motto, naja, wenn das so viele erzählen, dann wird schon irgendwie stimmen. Und irgendwann hinterfragen wir es nicht mehr und schon hat sich ein weiteres Vorurteil gebildet und eingeschlichen. Die deutsche Sprache ist ja sehr ausdrucksstark. Wenn wir uns den Begriff Vorurteil mal anschauen, dann stecken da zwei Dinge drin. Zunächst wird ein Urteil gefällt über etwas oder über jemanden. Mögen Sie es, wenn jemand anderes ein Urteil über Sie fällt? Im Wörtchen vor steckt die Akzeptanz der Tatsache, dass eben dieses Urteil nicht bewiesen ist. Wir begeben uns also absichtlich auf Abwege. Und umso wichtiger ist es, diese Stereotype, diese Vorurteile zu hinterfragen. Kommen wir daher zu der Frage, was wir gegen unsere Vorurteile unternehmen können, wie wir damit gut umgehen können. Es sind drei Punkte. Punkt Nummer eins, Bewusstmachung. Machen wir uns also bewusst, dass wir Vorurteile haben, dass wir sie pflegen oder wie immer Sie es nennen wollen. Punkt Nummer zwei, Ursachenforschung. Und da helfen uns die folgenden Fragen.
Wo kommen unsere Vorverurteilungen, unsere Vorurteile eigentlich her? Ist es eigenes Erleben oder sind es Erzählungen? Und wie übertragbar sind diese Urteile auf die jetzige Situation, in der ich mich gerade befinde? Wo finde ich Beweise für meine Vorurteile? Und wie sicher sind diese Beweise? Dritter Punkt, Neuausrichtung. Zu welchem Ergebnis, auch hier wieder ein paar Fragen, zu welchem Ergebnis würde ich kommen, wenn meine Annahme oder mein Vorurteil falsch wäre? Mit wem kann ich mich dazu austauschen? Wie ist die Meinung von anderen Personen darauf? Worauf fußt diese Meinung? Es ist sicher nicht schlimm und evolutionär, wie beschrieben, tatsächlich ja auch nachvollziehbar, dass wir Vorurteile haben. Es ist nur schlimm, wenn wir sie nicht in Frage stellen. Ich wünsche Ihnen einen konstruktiven Umgang mit Ihren Vorurteilen und vor allem, dass Sie bei kritischen Entscheidungen sich nicht von diesen Vorurteilen leiten lassen. In diesem Sinne viel Erfolg, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.